Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 8 Village. Ich bin nicht alleine, mit mir dabei ist Ruven. Hello there. Ja, und im letzten Part haben wir ja erstens eine neue Gegnerart gefunden und auch einen kleinen Bossfight hinter uns, ne? Ja. Mit einem, ja, zumindest gegen einen der drei Töchter auf jeden Fall haben wir angetreten. Und wir haben noch im letzten Part den Hofschlüssel gefunden. Ja, und den werden wir in diesem Part verwenden. Auch wenn ich keine Lust habe, den zu verwenden. Oder möchtest du noch vorher bei Duke? Oh, doch, ich. Nee, ich will weg hier. Der geht mir schon wieder auf den Senkel, der Typ. Och, geht der mir auf den Senkel. Tschüss, Duke. So. Auf Wiedersehen. Würde ich mal sagen. Soll ich dich umführen? Gehen wir geradeaus durch. Ja. Nein, tun wir doch nicht. Hilfe. Ich gehe rein. Ab durch den Hof. Ja, ich nehme den Hofschlüssel gleich. Ich auch. Hofschlüssel. Einsteig. Hoho. Hello there. Ganz nett haben sie es hier. Das ist ein netter Garten. Vase. Ja. Flintenmunition. Also, langsam gehen mir die Schwestern ein bisschen auf den Senkel. Im positiven Sinn. Ne, nur negativ. Also links ist keine. Links ist eine Vase. Aber rechts ist eine Vase. Mal rechts ist. Rechts ist eine Vase in der Ecke. Oh Gott, so. Gehen wir mal in die Mitte. Wow. Genau in die Mitte stellen, da kann nur was Gutes passieren. Ja. Ich lebe noch. Ich auch noch. Aber hier gibt es anscheinend wieder verschiedene Türen, die man öffnen kann. Ich gucke jetzt mal rum, ob hier noch Vasen sind. Ah. Ja, ich auch. Also, wo wollen wir hin? Ja, das... Durch die linke Tür? Mit dem komischen Symbol? Das hat immer was Gutes zu bedeuten. Ab durch da. Gut, können wir doch nicht durch. Ne, da brauchen wir irgendwas. Dann gehen wir auf die... Gehen wir geradeaus durch die Tür. Und wir können auch auf die rechte Seite, da ist auch eine Tür. Dann nehmen wir die rechte Seite. Oben, ne? Die Treppe hoch. Ja, oben die Treppe hoch und dann rechts. Okay, da gehe ich rein. Ich auch. Ich hab mir auch gedacht, hello there. Mhm. Oh, eine flüssige Chemikalie wurden sogar noch gefunden. Naja. Also, Treppe hoch da. Ist immer gut, dem Feind hinterher. Ja, klar. Das ist das Beste, was man machen kann. Immer. Vase. Ja. Also, ich würde hier sogar echt freiwillig wohnen, um ehrlich zu sein. Ja, das wäre mir ein bisschen zu groß. Ja, gut. Aber nimmt man noch weitere Leute mit, dann kann man das gut aufteilen. Und zu viel Gold und Weiß und... Was oh, nee. Hast du mit meiner Tochter gemacht? Okay. Wollen wir jetzt in die Tür gehen? Links durch die Tür? Gut, geht nicht. Ja, gut. Wir gehen nochmal geradeaus weiter. Okay. Ich habe eine Karte gefunden. Eine Karte? Wo? Ja. Gleich geradeaus durch. Ach da. Ja, ich auch jetzt. Für das Hauptgebäude. Da ist eine Tür, da gehen wir noch nicht durch. Okay. Gehe ich wieder zurück.
Schrank aufmachen, Pistolen, Munition. Jo. Nochmal Schrank aufmachen. Nichts drin. Weil ich glaube, man kann eh nicht durch die Tür, aber wir können es ja einmal ausprobieren. In dem Schrank ist was drin, Schießpulver. Oh. In dem Glasschrank hinten rechts. Leer. Ach, da. Muss ich mal kurz Spiegel kaputt machen. So. Und von mir aus können wir durch die Tür. Ich stehe vor der Tür. Ja, ja. Warte mal, du bist. Du sprintest doch, ne? Nein. Okay, dann gehen wir da rein. Bitte. Ui, das Baden. Da ist ein Pool. Ja, aber der ist ein bisschen sehr rot. Ich gehe da doch nicht rein. Egal, rein da. Nein, nein. Ich bin drin. Okay, Rainer. Auf, da ist nichts. So viel Veränderung. Das Problem ist, dass man könnte irgendwas mit der Statue untersuchen. Ich glaube, ich weiß wie. Wie denn? So, die muss so. Oh Gott, oh Gott. Drehrätsel. Mag ich auch. So. Ah. Ich hab's schon gelöst. Noch nicht. Nee. Soll ich sagen, wie? Oder noch nicht? Warte. Warte. I make that. Nicht den Reiter und. Ich weiß jetzt gerade nicht wie. Also den Reiter, also der Typ mit dem Pferd. Ja. Wieder so hinstellen in seine Anfangsposition. Also den braucht man eigentlich gar nicht so berühren. Wie stand denn der? Der stand. Nach links, ne? Ne, nach rechts hat er nach geguckt, rechts, ne? Zu der alten rechts. Mit der Flasche, ne? Richtig. Ja, da gut. Hat er halt drüber geguckt. Die mit der Flasche zur Herrin. Richtig, die mit den. Die Glas Herrin zu der mit der Flasche. Mhm. Richtig. Und. Und die Leute zum Reiter. Ja. Das hatte ich vorhin auch schon. Also so. Ja, ich habe aufgemacht. Ja. Also eigentlich, also wirklich extrem einfach dieses Rätsel eigentlich. Ich habe das auch einfach nur aus gutem Glück, weil den Hinweis habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden. Ich gehe jetzt runter. Ja, ich auch. So. Oh, eine Leiter. Ist nie gut, wenn Autosave kommt. Doch, immer gut. Gut, auf eine Ziege. Ich hab's auch kaputt gemessert. Oh, nee. Ach du Scheiße. Ach, Ethan, der kann auch noch reden.
Ja. Ich habe gerade auch gehört, als auf einmal angefangen hat zu quatschen. Rostige Reste. Ja, weil man die jetzt die ganze Zeit schon lange nicht mehr gehört hat. Ich wollte schon fragen, ob er überhaupt noch atmet. Rostige Reste. Hi. Munition. Hi, wer bist denn du? Hm, habe ich mich auch gerade so gefragt. So. Oh, da ist eine Kiste. Pistolenmunition. Boah! Alter! Habe ich mich gerade kurz erschrocken? Die gehen mir schon ein bisschen auf den Senkel, ne? Muss ich sagen. Aber das sind halt. Wow, dieser random Schrank, den du bewegen kannst. Aber da muss ich durch. Da. Wow. So. Was ist denn der Scheiß? Haut noch 620 Leih Pistolenmunition. Wo ist denn das gefunden, das Haut? Was habe ich einen von den Gegnern bekommen? Achso, du. Okay, dann haben wir denselben gerade getötet. Dann gehe ich weiter geradeaus. Okay, ich kann. Okay, ich kann einfach einen Schrank benutzen, um ihn einfach benutzt zu haben. Blöde Drecksau. Hi. Alter. Ich wollte nicht. Oh. Ich wollte doch nicht die Arznei. Hi. So, Kristallenschädel, Flintenmunition. Och Gott, geh doch mal woanders hin. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ihr nervt, ihr nervt. Ihr nervt. Guck mal zum Gang. Boah! Hi! Alter. Einfach mal vor meinem Gesicht. Kann ich jetzt wieder eigentlich die klassischen Zombies wieder haben? Die habe ich doch lieben gern. Hoppala, Stello! Richtig! Die habe ich lieber. Die waren mir noch sympathisch. Bin jetzt wieder am Anfang. Wenn ich hier Sachen gesucht habe, aber nichts finde. Ich habe gerade Messer Action gehabt. Hier ist noch eine Kiste. Alter. Also ich muss echt sagen, diese neuen Gegner, die gehen mir auch langsam echt wirklich auf den Zwirn. Schießpulver. Reste, Leni. Okay. Also ich stehe jetzt vorm Gang. Ich noch nicht, ich muss. Ich gucke erstmal hier gerade kurz. Schießpulver, da. Danke. Hier ist nix, hier ist nix. Ja, geht mal kurz an die Seite. Auch nix, hier ist auch nix. So. Mal nur mal kurz gucken. Warte mal. Du kommst hier weiter. Also, wenn du vor dem Gang stehst, ne? Mhm.
warte mal. Siehst du da oben eine Kiste? Wo? Wenn du den Gang lang guckst. Ich sehe eine Treppe. Ja, ja, und da oben links ist ja eine Kiste, ne? Ja, ja. Genau, gut, dann wollen wir doch beim selben. Okay, gut. Können wir. Oh Gott, geh weg hier. Alles gut. Danke. Der bringt wenigstens einmal mit Geld. Der Schrotze gegen und dann habe ich ihn hochgehauen. Ja, ich habe ihn jetzt diesmal mit einer Pistole. Also ich muss sagen, diese neuen Gegner, weiß ich nicht. Die sind okay, aber mag ich jetzt auch nicht so wirklich. Untersuchen. Ja, ich bin da so raus. Jo. Die Aussicht gefällt mir. Ganz nett um sich. Finde ich auch. Okay, wir könnten noch in einen Raum rein. Kräuter. Ah, das ist ein Safe Room. Dann machen wir das mal kurz. Um das einmal mal getan zu haben. Unten rechts liegen Leni. Ja, schon aufgesammelt. So. Aber von mir aus können wir noch weiter. Ja, dann gehen wir noch mal rüber, ne? Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Okay. Ich würde mal sagen, sie hat ein Aggressionsproblem. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, sie hat kein Aggressionsproblem. Eine Vase! Wo? Ach da! Ja, kaputt machen! Sinnlose Vase auf dem. Aber der Ausblick, das ist voll schön, Mann. Ja, mag ich auch, finde ich super. Ich gehe rein, da jetzt. Hello there. Na. Oh, ich dachte eben gerade, das Kleid, das wäre... Alter! Dachte ich aber auch gerade für einen kurzen Moment, aber naja, es geht. Alter, ist die groß. Ach, nur Notiz. So, möchtest du vorlesen? Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen sollte. Noch so ein Familientreffen. Als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Alleine bei dem Gedanken wird mir speien. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Ey, der macht blaues Meth. Lass doch mal. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Ey, jetzt komm, komm! Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Ja, alles klar. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Ja, natürlich. Alkohol! Nein.
Und nicht Alkohol. Wo bist du? Auf jeden Fall nicht da, ne? Hast du auch in dem Moment auf das Bett geklickt? Ja. Ja, und auch da, ja. Brauchen wir auch einen Schlüssel. Also, dass das Familienfoto da nicht funktioniert, kann ich überhaupt nicht verstehen. Nee, ich auch nicht. Aber gut. Dann gehen wir durch die andere Tür. Von der anderen Seite verschlossen. Hä? Okay. Aber wo können wir denn überhaupt lang? Ah! Ja. Aha. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, guck mal hinter der Notiz an der Lampe. Oben, an der Wand. Hinter dem weißen Hocker. Oben an der Wand. Da ist eine Lampe. Ah. Ah, okay. Lady Dimitrescu Schlüssel. Ich habe aus Versehen das Fenster kaputt geprügelt. Ja, gut. Weil ich mir ein Messer zugeschlagen habe auf die Stelle. Oh. Ich glaube, dieser Schlüssel ist dafür zu verwenden. Ich mach auf. Ich hoch. Ah! Hi! Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Ach, du undankbare kleine Kröte! Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Sympathisch, okay. Wie eh und je. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie ein bisschen. Nee. Ein bisschen. So, aber wir haben hier zweimal Schießpulver und noch einmal rostiges. Ich stelle mal hier mal Pistolenmunition nochmal her. Nochmal. Und dann nochmal dreimal Arzneimittel. Ja, Schießpulver. So, zack, zack, zack. Muss ich auch mal seine, muss ich auch seine Ordnung hier haben. Bei dem Koffer. So. Komm, also ich kann weiter. Ja. Kiste! Ja. 260 Lei. Wo findest du denn die Kisten alles? Hä? So, du bist schon da weiter. Ja, nicht weit. Ich warte jetzt auf den Lock. Auf dich. Na, dann lass mal durch da, ne? Ich will aber nicht. Ich geh durch. Ich auch. Weil man muss ja. Zack, zack, zack. Hi. Ich auch nicht, aber wir müssen. 3, 2, 1. Also den Auto-Safe macht es auch immer noch nicht besser. Nicht wirklich. Vor allem auch diese Musik. Ja, ich weiß, was hier jetzt wieder kommt. Was denn? Das sieht mir so nach diesen komischen Fuzzis aus, die hier rumlaufen. Ja, kann sein. So. Kiste. Oh, sich auch gerade. 100 Lei. Und ich stehe vom Schalter. 3, 2, 1. Scheiße!
Als ob ich dich gehen ließe. Eher wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dienstkurs zu beleidigen. Mit Arm ab kennt er sich ja schon aus, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Oder was. Lady, wir können talken miteinander. Ja. Ich gehe einfach mal zurück. Da! Nimm den Arm! Abgetrennte Hand, okay. Oh, jetzt dauert es. Lady! Lady, wir können echt miteinander reden! Oh Mann. Also wir können. Ich kann gleich durch den Gang durch. Da! Hilfe. Nein, ich nicht. Bin fast tot. Was? Du musst da. Auf jeden Fall musst du zurück zum Schalter. So viel kann ich sagen. Ja, ich bin durch. Ich laufe jetzt weiter einfach. Ich laufe einfach. Lady! Lady! Lady, lassen Sie mich in Ruhe! Yo! Ich bin tot. Ich muss mich beruhigen. Ja, moin. Ich hab sie ausgetrickst. Ha! Ich bin die Treppe runtergekommen. Ich bin einmal gestorben. Falls sie auf einmal den mächtigsten Damage aller Zeiten macht. So. Muss ich jetzt nochmal alles. Oh. Ja, gleich nochmal hin. Ich warte im nächsten rum. So, zack. Ach da, ein Fluss ist schon geil. Ja, die kann er nicht nehmen, weil er einarmig ist. Ja, überspringen. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Reflexkurs zu beleidigen. Ja, dann zeig mir das mal. Ah, Hilfe. Ei! Ja, komm! Das Lady hat Aggressionsprobleme. Von mir macht gleich so viel Damage. Einfach mal auf Rot. Und jetzt musst du sie austricksen. Weil sie wird ja dann durch den Gang, kommt sie ja durch, muss einfach zurück und den Gang runterrennen, da wo sie durchgebrochen ist. Und dann die Treppe runter sprinten. Blöder. Ja, das, also ich darf mich nicht treffen lassen. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal einmal gestorben. Nein, ich möchte nicht wechseln. Den Schwierigkeitsgrad. Ja, krieg ich jetzt schon gesagt, ob ich ihn. Oh, typisch wird die. Das sind die heutigen Resident Evil. Oh, du bist vorhin mal gestorben. Ja, wie wär's denn mit einem Schwierigkeitsgradwechsel? Du bist ein. Ja, ist doch so. Ja, springen wir mal. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimensionskurs zu beleidigen. Mach das. Wir wissen's. Hi. Rennen. Du musst nur die Hand nehmen und dann wegrennen. Ja, mach ich auch. Erstmal wieder wegrennen. Und später wieder zum Tor gehen. Und dann dadurch, dann wird sie dir nochmal entgegenkommen. Nettes Fräulein. Ab durch ein Tor. Ich renne. Da, Treppe runter. Genau. Wenn du am Ende des Ganges bist, in den Raum drinne bist, wo diese Statue ist. Ja. Du musst einfach runter, da kommt irgendwann eine Tür, da musst du den Schlüssel benutzen. Wenn du da drinne bist, sagst du Bescheid, da bin ich jetzt auch drinne. Ich bin beim. Also ich kann den Schlüssel benutzen. Ja, dann mach. Mach ich. Schnell. Oh, ich bin im Raum drin. Maske der Trauer. Nehmen wir mal. Du kannst nicht davonlaufen! Eieiei. Klar! Natürlich. Welchen Science-Fiction-Bullshit hast du den jetzt geklaut? Ja, moin! Ich hab absolute Resident Evil 7 Flashbacks. Okay. Scheiß auf dieses Schloss. Das sagst du. Ist okay. Also, weißt du, so ja, moin!
Das ist so wirklich... Ja, komm, ich gehe. Ach komm, ich bringe diese Maske an diese Statuen. Oh nein. Hi. Ich bin einfach geradeaus gegangen. Boah, ey, die kommen jetzt von überall. Ja, warte. Ich gehe gleich auch geradeaus weiter. Ich bin an den Masken. Rein, Hof. So. Ich bin auch gleich bei den Masken. Ja, aber komm. So, ich bin jetzt ganz unten bei den Masken. Ja, ganz links musst du die gleich dran ballern. Ganz links außen? Ja, an den linken außen. Okay. Also vorne links. Ja, hab ich. Die vier Engelmasken finden. 1 von 4. Nice. Es leuchtet. Super! Ich geh mal zu Duke. Um zu gucken, ob man irgendwas kaufen kann. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Duke ist sympathisch. Oh yeah. Puh, ja, wie man es nimmt, ne? Ja. Ich habe gerade aufgestockt. So. Ja, das sehe ich. Pistolen, Flintenmunition. Ich glaube, ich gönne mir mal so einen größeren Koffer jetzt. Na, noch brauche ich nicht. Also persönlich noch. Komme ich ganz gut ohne klar. Herstellung, Minen können wir noch machen. Scharfschützenmunition. Dann noch Herstellung, Flintenmunition. Und dann noch ein Stecher für die M1897. Und dann noch eine erweiterte Magazin für die Lemi. Ich nehme mal die erweiterte Magazin. Die erweiterte Magazin? Ja. Schnauze, Dio. Spezial so Zubehör sofort ausrüsten. Ja, natürlich. Danke. Aber ich möchte jetzt auch erstmal mal gucken, kann ich überhaupt irgendwas verbessern? Nachlandegeschwindigkeit. Kann ich das verbessern? Ja, kann ich. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. So. Wir sind jetzt auf Stufe 2. Nachlandegeschwindigkeit liegt jetzt bei 2,6. Bei meiner Schrotflinte. Das können wir verkaufen. Die Kristalle. Schädel. Können wir verkaufen. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. Die Engelstatue aus Holz können wir. Die Ingrids Halskette können wir auch verkaufen, wenn wir wollen. Das mache ich sogar. Klimpergeld. So, was wir sonst davon nochmal kaufen können. Wir nehmen nochmal. Dann nehme ich mal den Stecher für die Flinte. Da hattest du ein Auge. So. Drauf, was? Sie ist als Investition, Ethan. So. Also ich bin fertig. Bis nächstes Mal. Eko. So. Die nächste Frage ist, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Also, wo müssen wir überhaupt hin? Das ist jetzt die Frage. Zum Hof und dann nach links. Also in den Innenhof und dann links. Boah, so, okay. Ja. Haben wir dafür noch Zeit in dieser Folge? Ich sehe gerade so die Zeit. Ich glaube, das müssen wir auch wieder auf den nächsten Part verschieben. Alles klar. Das mit dem Innenhof. Aber trotzdem war wieder ein sehr, sehr erfolgreicher Part. Ja. Auf jeden Fall. Und hat Spaß gemacht.
Ja, mir auf jeden Fall auch. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr ja auch ein Abo dalassen, falls euch das natürlich sehr, sehr doll gefällt. Und unten in der Videobeschreibung, Twitter und Instagram, da könnt ihr uns finden, wenn ihr immer auf den neuesten Stand sein wollt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 8 Village. Ciao. Ich habe noch den Folgentitel. Ja. Lieber Arm ab, anstatt Arm dran. Auf Wiedersehen. Ciao.